Identitätsorientiertes Coaching. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Begriff lösungsorientiertes Coaching oder manchmal ist jemand zu problemorientiert und jetzt kommt hier der Uli und sagt, ja, alles oldschool. Nein, sage ich nicht, aber wir werden heute schauen auf den identitätsorientierten Ansatz. Wir werden also mehr als nur lösungsorientiert sein, sondern wir werden es hinbekommen, einen Shift auf der Identitätsebene zu bekommen. Und drunter steht auch schon The Wholeness Work als fantastischer Ansatz, um auf der Identitätsebene gut arbeiten zu können. Wer von euch kennt denn schon The Wholeness Work? Mal Handzeichen. Eins, zwei. Und für wen ist es komplett neu? Okay, auch ein paar. Super. Okay, perfekt. Denn wie wir mal heute vorgehen in dieser Session, ich werde einen Impuls geben dazu, was ist überhaupt dieser identitätsorientierte Ansatz. Dann werde ich euch zeigen, Wholeness Work in Action. Also ich mache eine Live-Demo, sodass ihr einen ersten Geschmack bekommt oder auch eine Vorstellung, hey, was hat ein Wholeness Work überhaupt zu bieten und was genau bedeutet denn dieser identitätsorientierte Ansatz? Und mir ist auch wichtig, euch die Inhalte zu zeigen von dem Curriculum von Wholeness Work, also was passiert in Level 1 und 2 der Wholeness Work Ausbildung. Und natürlich gibt es auch Raum und Zeit für eure Fragen. Wenn dazwischendrin welche sind, ist auch okay. Und wenn zum Schluss welche noch da sind, natürlich auch. Okay, soweit. Das heißt, was werdet ihr nach dieser Session haben? Ihr werdet, für die, die neu sind, ihr werdet ein klareres Bild haben, was dieser neue Coaching-Ansatz zu bieten hat. Für die, die jetzt Wholeness Work schon kennen, vielleicht auch neue Aspekte, weil ich bin jetzt nicht ganz so festgelegt, euch nur den Basisprozess zu zeigen heute von Wholeness Work, sondern vielleicht sogar eines der fortgeschritteneren Formate, je nachdem, wer sich von euch zur Verfügung stellt, um das Live-Coaching zu zeigen. Und ihr werdet ein klares Bild haben, wie sieht das Curriculum aus von der Wholeness Work. Okay, dann lasst uns gleich mal durchstarten. Ah, vorher noch eine Frage. Wer von euch arbeitet denn als Coach ab und zu oder sogar regelmäßig mal Handzeichen? Na doch, auch einige. Sehr schön. Ja. Wer arbeitet im Selbstcoaching mit sich? Jetzt müssten sich alle melden, hoffentlich. Okay, gut. Weil diese Methode ist auch super im Selbstcoaching. Und natürlich ist es echt Luxus, sich da einen Coach zu gönnen und gecoacht zu werden. Das ist am Anfang gerade bei der Methode auch besonders wichtig, dass man jemand zur Seite hat, der das mit einem macht, um sich voll fallen lassen zu können. Okay, der identitätsorientierte Ansatz. Und den will ich erklären an einem Modell, das der eine oder andere wahrscheinlich kennt, der sich mit Coaching beschäftigt hat. Wer kennt Robert Dills und die logischen Ebenen? Ah, noch nicht so, ah, doch ein paar einige. Ja, weil an diesen logischen Ebenen lässt sich super erklären, wo Wholeness Work ansetzt und wo vielleicht andere Coaching-Methoden ansetzen. Ich mache es mal an einem Beispiel. Angenommen, einer von euch kommt zu mir ins Coaching und sagt, du Uli, ich esse zu viel Süßes. Und da bin ich gut beraten als Coach, all diese Ebenen, die Robert Dills hier nennt, im Blick zu nehmen. Und natürlich, wenn ich mit Wholeness Work arbeite, besonders die Ebene und sogar auch die Ebene. Und es ist gut, jetzt zum Beispiel an dem Beispiel mit den Süßigkeiten, mal eine kurze Analyse zu machen. Wie sieht denn die Umgebung aus von jemand, der viel Süßes isst? Also, wie sieht die Umgebung aus? Da stehen wahrscheinlich irgendwo auf dem Schreibtisch vielleicht sogar irgendwelche Süßigkeiten. Ja, so eine Schale mit Süßigkeiten oder es gibt irgendwo eine, so eine Schublade, wo die Süßigkeiten versteckt sind. Das ist die Umgebungsebene. Die nächste Ebene, wie verhält sich die Person? Was macht die? Wenn da irgendwelche Misserfolge oder es nicht ganz so läuft, wie man es gerne hätte, was macht die Person? Ja, die geht zu der Schublade oder greift dazu. Ja, das wäre das Verhalten. Das heißt, die Person hat auch die Fähigkeit, sich angeeignet, irgendwie schlechte Gefühle mit Süßigkeiten zu dämpfen oder zu kompensieren. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten mit Misserfolgserlebnissen oder mit unguten Gefühlen zurechtzukommen. Die Person hat die Fähigkeit, das mit Süßigkeiten zu kompensieren. So, das waren die unteren drei Ebenen. Jetzt kommen wir auf die nächste Ebene, Glaubenssätze und Werte. Wie sieht es da aus bei jemandem, der viel Süßes isst? Der denkt, ha, wenn ich jetzt
die Haribos esse, dann belohne ich mich. Wenn ich jetzt die Snickers, das Snickers oder was auch immer esse, dann tue ich mir was Gutes. Und wenn ich natürlich diesen Beliefs habe, diesen Glaubenssatz, was mache ich? Ich esse es, oder? Sofern was da ist. Ja, und wenn jetzt aber zufälligerweise nichts da wäre, dann entstehen natürlich auch Mangelgefühle. Ja, also angenommen, oder ich verbiete es mir, ich habe mich gerade entschieden, jetzt auf Süßes zu verzichten, dann kommt natürlich so ein Mangelgefühl. So, jetzt für alle, die The Work of Byron Katie oder Glaubenssatzarbeit machen, die starten hier durch und würden jetzt den Glaubenssatz ändern und dann kommt vielleicht raus, ah, wenn ich jetzt die Haribos esse, dann bestrafe ich mich ja. Das stimmt ja gar nicht, dass ich mich da belohne. Das könnte schon eine Wirkung haben, aber wenn die Identitätsebene nicht berührt wird, dann wird das ein schweres Unterfangen, das Verhalten zu ändern. Nämlich jemand, der Süßes isst, was hat er für eine Identität? Ich bin jemand, der braucht halt Süßes. Und wenn ich negative Gefühle habe, ich bin jemand, der versucht, das im Außen irgendwie zu kompensieren. Und wenn es jetzt nicht Süßes essen kann, dann gehe ich einfach shoppen im Internet oder ich rauche eine oder ich trinke Alkohol. Es gibt ja andere. Oder ich gehe zum Kühlschrank und esse einfach unverhältnismäßig viel. Also man kann sich das auch woanders immer das im Außen holen. Das heißt, da hat sich sehr wahrscheinlich eine Identitätsstruktur etabliert, die, wenn Mangelgefühle da sind, das im Außen zu befriedigen. Und die Gefahr besteht, wenn ich hier nur Glaubenssätze oder hier was mache, dass dann vielleicht derjenige keine Haribos oder Snickers mehr isst, sondern stattdessen vielleicht Alkohol oder was anderes macht, aber immer noch im Außen versucht, das Loch hier zu füllen, dieses Mangelgefühl zu kompensieren. Das heißt, manchmal ist es so, dass es im Coaching nur eine Symptomverschiebung gibt, weil die Identitätsebene nicht tangiert wird. Jetzt ist die Arbeit an der Identität im Coaching anspruchsvoll. Für die, die jetzt mit Glaubenssätzen arbeiten, die sagen, ja, man kann ja auch die Glaubenssätze bearbeiten, die die Identität betreffen. Stimmt. Und das ist auch sehr lohnenswert. Ja, wenn ich den Satz habe, wenn ich die Haribos esse, geht es mir besser, das ist noch kein Glaubenssatz auf der Identitätsebene. Wenn ich jetzt jedoch sage, ich bin jemand, der braucht Süßes, dann ist ein Glaubenssatz auf der Identitätsebene. So, heute ist jedoch nicht das Thema Glaubenssatzarbeit auf der Identitätsebene, sondern ich will euch einen anderen revolutionären Ansatz zeigen, nämlich Wholeness Work. Weil da können wir auf der Identitätsebene arbeiten, ohne Glaubenssätze. Jetzt fragt ihr euch, wie geht das, gell? Wie kann das noch gehen? Und das werde ich euch zeigen und wie erkläre ich es euch am besten? Also die Connery Andreas, von der diese Methode ist, die hat jetzt auch dieses Jahr dieses Buch rausgebracht, was ich empfehlen kann. Gibt's halt bisher nur auf Englisch. Healing and Awakening. Eine sehr bekannte NLP-Trainerin, die gehört mit zu denen, die NLP weiterentwickelt haben. Und sie kam selber in eine persönliche Krise, gesundheitlich, und hat gedacht, jetzt war's das dann so langsam. Also sie hat fast schon gedacht, sie muss sterben und hat alles ausprobiert natürlich in Ärzten und Selbstheilungskräften und alles und kam aber nicht voran. Und aus der Krise heraus ist diese Methode entstanden, Wholeness Work. Und zwar war das so, dass sie sich aus Hilflosigkeit im Endeffekt sich auf einen spirituellen Weg gemacht hat und bei den Yogis gelandet ist. Und als NLPlerin ist ja immer so, da guckt man, was machen andere, worin sind die erfolgreich und guckt das zu verstehen. Und die Yogis, unter anderem Ramana Maharshi, sagt ja, stell dir die Frage, who am I? Und wenn du weißt, was du bist, lösen sich alle Probleme. Das heißt, da war die Frage im Raum, who am I? Wer bin ich? Ja, wenn ihr mich jetzt das fragt, dann sage ich, ja, ich bin der Uli Bührle, ich wohne hier in Stuttgart, bin Coach und Trainer und bum, 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 bum. Wenn ich das antworte, dann lösen sich keine Probleme, im Gegenteil. Also das ist auch nicht die Intention gewesen von den Yogis, dass man den Namen sagt und das Alter oder das Geschlecht oder den Beruf oder was auch immer, wo man wohnt, sondern die wollten mit der Frage wohin lenken, dass ich das weite Feld des Bewusstseins bin, in dem alles erscheint.
Ja, also bei mir, Universum, ja, alles erscheint innerhalb meines Bewusstseins. Der Körper, der Bildschirm, ihr erscheint alle in diesem weiten Feld des Bewusstseins. Damit wollten die, auch die Emotionen erscheinen innerhalb dieses weiten Feldes des Bewusstseins, auch Gedanken. Und die Yogis wollten dorthin lenken. Und Connery kam auf den Kunstgriff, die Frage nicht zu fragen, who am I, sondern where is the I? Wo ist denn dieses Ich? Das zu lokalisieren, dahin zu spüren. Und dabei kommt man erstmal nicht zu diesem weiten Feld des Bewusstseins, sondern mit dieser Frage kommt man erstmal in Kontakt mit dem Ego. Also noch nicht mit dem großen Universum oder Birgitversum oder Kerstinversum oder Jörgversum, sondern man kommt in Kontakt mit dem Ich, also mit dem kleinen Ich. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Gedanke habe oder eine Emotion, ah, die Emotion ist hier und ich kann ja sagen, ja, ich bin mir dessen bewusst. Da ist so was, was sich zusammenzieht und so Großes und ich bin mir dessen bewusst hier in der Brust. Und von wo aus bin ich mir dessen bewusst? Ah, von hier aus zum Beispiel oder von hier oder hier. Das Gefühl habe ich und das Ich wird lokalisiert. Es ist also noch nicht das weite Feld des Bewusstseins, in dem alles erscheint, sondern die Ego-Illusion. Und das war der Startpunkt von The Wholeness Work, dass man nicht einfach aus einer Krise in das weite Feld des Bewusstseins springt, sondern diese Ego-Struktur bewusst macht. Connery sagt zum Beispiel, die Gefahr im spirituellen Weg ist, dass wir so einen Bypass machen. Also wir sind frustriert, regen uns über einen Partner auf, andere denken, ah, ich muss jetzt meditieren und ich gehe ins weite Feld des Bewusstseins. Und dann komme ich wieder zurück und dann bin ich wieder drin in dem Drama und in den Emotionen. Das ist so ein, aber die Ego-Strukturen sind noch nicht gelöst. Und da ist Wholeness Work the bridge, um nicht einen Bypass zu machen, sondern die Verkalkung zu lösen. Ihr wisst, der Bypass kennt man von der Operation im Herz. Da wird also die verkalkte Verbindung wird umgangen. Und bei Wholeness Work wird das nicht gemacht, sondern wir lösen die Verkalkung, wir lösen die Ego-Struktur, indem wir sie in unserem inneren Erleben lokalisieren. Und wie das genau geht, werde ich jetzt euch gleich in einer Live-Demo zeigen. Das heißt, und dafür brauche ich jemanden, der sagt, ja, ihn triggert was. Er hat irgendwas, eine Person, eine Situation, eine Vorstellung aus der Zukunft, Vergangenheit oder was auch immer, triggert ihn. Und er will sich in Zukunft anders fühlen und verhalten. Wenn du dich in dem Kontext weiterhin so fühlen und verhalten willst, dann ist Wholeness Work nicht das Richtige und jede andere Coaching-Methode auch nicht das Richtige. Es braucht also den Wunsch in dir, dass du dich anders fühlen möchtest und verhalten möchtest in so einem Kontext. Und das Gute bei Wholeness Work ist zudem, ich brauche gar nicht wissen, worum es geht. Ob das eine Person ist, ob das ein Mann ist, eine Frau, dein Vorgesetzter, deine Kinder, dein Partner, ich brauche es nicht wissen. Und ob es das Finanzamt ist oder dein Bankaccount, das brauche ich auch nicht wissen. Das ist auch noch ein sehr großer Vorteil von Wholeness Work, dass wir nicht in den Content gehen müssen. Und der Vorteil auch, manchmal, wenn man im Coaching-Methoden hat, wo man Content geht, ist man manchmal sehr verführt, auch Ratschläge zu geben. Und das wird bei Wholeness Work nicht passieren. So, und bevor sich jetzt jemand meldet, Birgit, hast du eine Frage oder willst du dich melden? Ich wollte mich melden. Gut, und die anderen, die sind eingeladen, entweder total jetzt bei uns beiden zu sein und den Prozess mitzuverfolgen bei dir, mit uns, oder vielleicht, das ist ein bisschen anspruchsvoller, ihr macht parallel euer eigenes Thema. Die Gefahr könnte sein, wenn ihr euer eigenes Thema parallel mitmacht, dass ihr nach innen geht und dann irgendwie hier den Anschluss verliert, was wir hier machen. Also von daher, vielleicht tut so am besten, wie wenn du auch die Birgit bist, also ich spreche jetzt zu den anderen, und wenn da irgendwie eine Position auftaucht, tu so, wie wenn das bei dir wäre. Dann kriegst du am ehesten das Gefühl, was für eine Power Wholeness Work hat. Okay, und du, Birgit, du bist einfach du und ja. Okay, so, Birgit, dann, du hast schon etwas, was dich triggert. Ja, Birge übrigens. Ah, warte mal. Birgit, ah, okay. Das ist so weit weg, das ist Birgit. Okay, mal, danke dir. Okay, Birgit. Du hast das, Ja, was dich triggert? deswegen habe ich Okay. mich sofort gemeldet. Sehr schön. Und ist es,
eine Person oder ist es eine Situation oder ist es was Alles anderes? zusammen. Es sind Alles. Personen und eine Situation. Also eine Okay. Situation. Okay. Und ist es vergangen oder liegt das in der Zukunft oder Gerade sowohl als jetzt auch? die letzten 2 Tage. Okay, also eigentlich schon vergangen. Bis Okay, vorhin, vorher. also eigentlich auch noch im Moment. Also ich merke auch hier Druck. Also Okay. Das heißt, auf einer Skala von 0 bis 10, 10 stresst mich total und 0, ich bin oh. im Frieden damit. Zwischen 8 und 9 würde ich schon sagen. Okay, also schon heftig, gell? Ja. Gut, und du willst dich in dem Kontext auch anders fühlen in Zukunft und Absolut. vielleicht auch anders verhalten? Lassen fühlen. Ich möchte ins Vertrauen gehen, dass ich mich nicht mehr so überverantwortlich fühle und gleich reagieren muss. Ja. Und schlafen Okay. kann, mich nicht verrückt machen, nicht in Worst-Case-Szenarien einsteige. Das ist übrigens ganz fantastisch. Je mehr man Wholeness-Work macht, umso besser wird der Schlaf. Ein schöner Nebeneffekt. Ja. Okay, dann starten wir durch. Ich werde parallel, Birger, ein bisschen was zeichnen. Nämlich ein Stück weit die Dinge, die du mir sagst. Das heißt, du hast ja schon hierher gefasst mit deinen Händen, wo die emotionale Reaktion ist. Ja. Ja. Und das, ja, du, ja, bei dir ist so, ich muss dich gar nicht in die Situation bringen, du bist schon in der Situation. Normalerweise würde ich jetzt sagen, denk nochmal an die Personen und den Kontext, ja, und dass die emotionale Reaktion kommt, das ist bei dir kein Thema. Für die anderen, ja, also manche Menschen, die kommen nicht so leicht in Kontakt mit ihren Emotionen oder mit ihrer emotionalen Reaktion und die haben auch Schwierigkeiten, das zu lokalisieren. Das ist bei dir gar nicht. Du spürst sofort, wo das ist. So, und jetzt gleich die erste besondere Frage, Birge. Wie viel Raum nimmt es denn ein, dieses Gefühl? Ist es eher so faustgroß? Ist es eher so groß wie eine Grapefruit oder wie was Größeres? Wie viel Raum nimmt dieses Gefühl ein? Also ich habe so einen Eindruck, das ist so richtig um mich rum. Also das ist, also das, als wäre ich richtig da drin und schon handlungsunfähig, schon eigentlich unfähig, was zu machen, um mich da rauszuholen, obwohl ich genau weiß, was ich machen könnte. Das heißt, das Zentrum von diesem, was du so zeigst, ist wo? Hier? Ja, das ist hier, ja. Hier. Und wie weit geht es über dich hinaus? Wie viel Zentimeter oder Meter vielleicht sogar? Zeig Ja, es mir mal, ja, genau. schon so. So, genau. Und geht es hier unten bis hier oder geht es bis zu den Füßen runter? Wie viel Raum nimmt es ein? Und Ich glaube merkt ihr schon, das? Die macht die Augen, das ja? umhüllt mich ganz. Ganz nach, bis nach unten? Ja. Okay. So. Und wenn du jetzt dort hin und hindurch spürst, wie fühlt sich das da innerhalb diesem, man könnte sagen, Bubble an? Ist es eher luftig, flüssig oder fest? Wie ist die, welche Konsistenz nimmst du da wahr? Welche Eigenschaft? Ist es eher was Festes, was Fluftiges, was Flüssiges? Wie ist die Konsistenz? Eher so was Zähes, also ich fühle mich regelrecht auch gefangen und also regelrecht absorbiert, dass ich das gar nicht loslassen kann. Ich könnte es theoretisch jetzt auch, ich könnte jetzt auch sagen, ihr könnt mich alle mal, ich bin draußen und sich eh alles erledigt fast. Und aber irgendwie ist es jetzt wie so ein Suchttrigger, als käme ich da jetzt gerade aus dieser Aufregung gar nicht mehr Gar raus. nicht raus, genau. Okay. Also die Eigenschaft, die du jetzt genannt hast, es ist wie zäh. Zäh, ja, so festhaltend. Also nicht ganz starr, aber schon so ziemlich zäh. Gibt's da Bewegung drin oder ist es still? Na, ich merke schon Bewegung. Also ich merke jetzt schon, dass ich im Gespräch mit dir auch wieder durchatmen kann. Okay. Ja. Wie sind denn die äußeren Grenzen? Ist die Grenze ganz klar oder ist die diffus? Oje, mit so Bildern tue ich mich eigentlich schwer. Ah, du brauchst keine Bilder, sondern spür. Mach mal, schau mal, wenn du geh mit den Händen so hin, das hört ja irgendwann auf. Wie fühlt sich's an den Rändern an? Fühlt sich da eher, ist es klar abgrenzbar oder nicht? Und während du spürst, sage ich was zur Gruppe, das ist wichtig,
Sie hat gesagt, mit den Bildern tue ich mich schwer. Ich will keine Bilder, sondern Honest Work ist räumlich spürend, nicht visualisierend. Ganz, ganz wichtig. Mit dem Spüren sind vielleicht manchmal Bilder verbunden, aber das ist keine Visualisierungstechnik oder sonst was, sondern Also ein räumliches Spüren, ja. könnte fließend sein. Ich, Ja. Ja. Und das hat es auch eine Temperatur oder ist es ohne Temperatur? also wenn ich mich aufrege, fühle ich mich eh wärmer, also insofern. Ja. Ja, genau. Ja, also Wärme. Okay, Birgit, du könntest doch sagen, ich bin mir dessen bewusst, dieser Emotion. Es ist eine wahre Aussage, richtig? So, und jetzt sag, und jetzt stelle ich dir eine spezielle Frage. Von wo aus bist du dir dessen bewusst? Von innerhalb deines Körpers oder von außerhalb deines Körpers? Bist du da gefühlt innen drin oder nimmst du das von außen wahr? Nee, ich bin richtig schön innen drin. Innen drin, genau. Und man kann das auch das perspektivische Ich nennen. Ist es eher an der Stirn oder ist es eher im Hals? Oder von wo aus bist du dir diesen zähen, kugeligen um dich herum bewusst? Von wo aus? Glaube von hier. Ja, okay. Und dann nehme ich das, was zuerst kommt. Genau. Also das heißt, hier irgendwo an der Stirn, das ist sehr oft übrigens so, dass man das von hier aus nimmt. Und ist das so groß wie deine Faust, größer, kleiner, wie viel Raum nimmt es ein? Das ist eher wie so ein 2-Euro-Stück, so. Ja, und ist es dann auch eher flächig oder kugelig? Kugelig. Kugelig? Ja, okay. Dann auch hier, spür hier hin und hindurch. Also ich spüre auf jeden Fall da auch Druck. Genau, das ist also fester. Und ist es Ja, gasförmig fest oder das ist richtig. fest? Das Fest, ist fast metallisch oder steinmäßig? ja wie ein Stein. Stein, ja. Und spür da ruhig so richtig hin und hindurch. Du brauchst nicht visualisieren, sondern es ist mehr wirklich ein Spüren. Und das so 2-Euro-mäßige, steinige, also große und das steinige. Und Birgit, du könntest doch auch sagen, ich bin mir dessen bewusst, des Steinigen an der Stirn, richtig? Das ist auch eine wahre Aussage. Ja. Von wo aus bist du dir dessen bewusst, des Steinigen? Von weiter hinten? Von weiter oben? Von wo aus bist du dir des Steinigen bewusst? Ja, das ist interessant. Also da habe ich so ein Eind also ich sage es jetzt einfach mal, da habe ich das Gefühl oder den Eindruck vom Herz, aber Ja, genau, von hier unten, das kann gut sein. Ja, und es ist eher von hier unten wie so eine Fläche oder was Kugeliges oder eine andere Form. Welche Form hat es im Herzen, das dann nach oben schaut oder nach oben spürt? Wie viel Raum nimmt es ein? also ich nehme Weite wahr. Kann das jetzt gar nicht mal so beschreiben. Das ist eher so was Diffuses. Weit. Wolkiges, wie eine Wolke oder wie. Eine Ja? Wolke, sowas eher, ja. Irgendwie so auf Brustebene so was Diffuses, Wolkiges. Helles auch. Also Ja, hell, okay, schön. Ja. helfen. Ja. Okay. Ich spüre da weiter hin und hindurch. Ich sage in der Zwischenzeit was zu den Teilnehmern. So, das, was ihr jetzt seht hier auf dem Flipchart, das Rote ist die emotionale Reaktion, das Blaue sind die Ich-Strukturen. Und wir sind also jetzt gerade total im Basisprozess. Wir könnten jetzt noch eine weitere Ich-Struktur, das war das erste Ich, das ist das zweite Ich. Wir könnten jetzt noch ein drittes Ich machen, so lange, bis es luftig ist. Bei dir ist es schon luftig, deshalb brauche ich da gar nicht weitermachen. Ich will euch jedoch, ich habe ja am Anfang gesagt, ich will euch nicht nur den Basisprozess zeigen, sondern auch eine fortgeschrittene Methode. Ja? Birgit, für dich ist Honest Work ganz frisch oder ist es neu? Habe ich noch nie was von gehört. Okay, ja, okay. Dann kriegst du jetzt ein bisschen was Besonderes noch zusätzlich dazu. Und zwar, wir kehren nachher gleich wieder zurück zu dem hier. Und zwar, jetzt ist mir wichtig,
weil ich werde dich gleich fragen, und wo bist du tatsächlich präsent? Wo ist deine Präsenz bei all dem? Und jetzt ist mir wichtig, dass wir bei dem Wort Präsenz alle das Gleiche verstehen. Birgit, wenn du gut ausgeschlafen bist und gut ernährt bist und alles um dich fein ist, ja, also wenn ich gut ausgeschlafen bin, gut ernährt bin, gesund bin und wenn ich denke, wo ich bin, will ich sein, wo ist meine Präsenz, wo ist die? Bang, die ist hier, ja, in meinem Körper. Genau. So, aber wenn jetzt irgendwas Blödes passiert oder nicht in meinen Kram passt, ja, dann haut die Präsenz ab. Und haben das auch in der deutschen Sprache, in den Redewendungen. Also zum Beispiel, ich stand neben mir oder ich könnte im Boden versinken. Ich kam mir so mickrig vor. Ich bin außer mir. Ich platz gleich. Ja, also da beschreiben wir in den Redewendungen im Endeffekt, was mit unserer Präsenz passiert, die normalerweise hier ganz gechillt ist und einfach da ist. Im Hier und Jetzt, bang, in dem Körper. So, und ich vermute, dass bei dem hier deine Präsenz auch abhaut. Du weißt, wie es sich anfühlt, wenn deine Präsenz bei dir ist, richtig? Du kennst es, wenn du ausgeschlafen bist und gesund bist und dann ist deine Präsenz hier. Genau, ja, und so. jetzt schon Genau. so ein bisschen mehr auch schon überall wahrgenommen, so das ganze so Gefühl im Körper zu sein, so Ja, dieses das. Energetische. Genau. So, und jetzt frage ich dich, wenn diese Struktur aktiv ist, das hier, dieses zähe Gefühl um dich herum, das erste Ich, das Steinige und das hier, wo, Birgit, ist deine Präsenz hingegangen, die normalerweise hier ist? Ist die Ja. nach hinten weg, nach vorne weg? Wohin ist sie gegangen? Hast du eine Idee, wo sie hingeht? Geht die zur Seite weg? Aber die geht auf jeden Fall weg. Also ich bin dann Ja. nicht mehr Hier. mir. Ich Ja. bin nicht mehr in meiner Kraft. Ich fühle mich wie so, als wenn ich den Boden unter den Füßen verliere. Und ach, gerade vorhin im Telefonat mit der, da ist so eine, ja, so als wenn die Knie schwach werden, obwohl ich gesessen habe. Und da ist eine unglaubliche Unsicherheit. Also so ein. Check mal, wohin deine Präsenz geht. Geht die eher nach unten weg? Das kann auch sein. Die kann auch nach vorne weggehen und die kann auch gleichzeitig in mehrere Richtungen weggehen. Also wie wenn sie sich. Ja. Ich glaube, Und. ich gehe in mehrere Richtungen weg, weil nach unten fühle ich dann auch eine Schwäche. Also ich bin dann nicht mehr geerdet. Ja. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meinem, also mein Atem wird auch. Genau. Weil als du vorher darüber gesprochen hast und ich so das mit dem Begriff gebracht habe, mit der Präsenz, hast du auch so, die geht so, puh. Also es ist wie wenn die so verpufft, so in der Seite, in alle Richtungen. Genau, ganz genau. Ja, so. Das heißt, deine Präsenz, die normalerweise hier wäre und so schön strahlen würde, die verpufft und geht da irgendwo, ich versuche es mal jetzt irgendwie zu zeichnen, die verpufft hier so um dich herum. Ja, ziemlich scheiße. So, und jetzt für dich und für die anderen, wir haben jetzt hier unterschiedliche Strukturen in deinem inneren Erleben bewusst gemacht. Das Rote war die emotionale Reaktion. Das war das erste Ich, erinnert euch, hier an der Stirn. Das zweite Ich war von hier unten, war hier. Das Blaue sind Ego-Strukturen. Die Präsenz ist in meinem Erleben nach keine Ego-Struktur. Die macht sich aus dem Staub, wenn hier zu viel Ego am Start ist. So, jetzt kann man eines machen. Wir können entweder diese Ego-Struktur einladen, sich zu öffnen und zu entspannen, sodass die Präsenz zurückkommt. Oder wir laden die Präsenz ein, wieder den Raum einzunehmen, der vorgesehen ist. Und die Ego-Strukturen werden sich ganz leicht lösen. Ja, also gibt es verschiedene Wege. Klassischer Weg ist, dass man die Präsenz einlädt, wieder den Raum einzunehmen, der vorgesehen ist. Und mach mal am besten die Augen zu und spür noch mal, wie deine Präsenz weg ist, wie die sich so verdünnisiert hat. Und spür noch mal, die geht normalerweise nicht ewig weit weg, sondern das sind vielleicht so Meter oder, aber nicht ins Unendliche. Wie weit geht die Präsenz weg? Wie viele mentale Meter bei dir? Also das könnte so 50 Zentimeter bis 1 Meter sein. Ah, okay, genau. Ja. So, und jetzt nimm wahr, was passiert, wenn diese Präsenz, die da so um dich rum ist,
die sich da verteilt hat, eingeladen ist, zurückzukehren und wieder den Raum einzunehmen, der vorgesehen ist, der ihr zusteht, nämlich in deinem Körper. Nimm wahr, was passiert, wenn die Präsenz eingeladen ist, wieder den Raum einzunehmen, der vorgesehen ist. Ist sie empfänglich dafür, den Heimweg anzutreten? Dann lass es spüren, wie es sich anfühlt, wenn die Präsenz heimkommt. Und es ist jetzt keine Visualisierungstechnik, sondern wieder spüren. Spür, wie es sich anfühlt, wenn die Präsenz, die im Urlaub war, heimkommt. Wie es anfühlt, nach Hause zu kommen. Oh ja, genau. Ja, fühlt sich gut an. Das war wie so gelbe Energie, die sich verdichtet und mich wieder so ausfüllt und wo ich mich einfach wieder mehr fühle. Genau. Genau, genieß das. Und wenn du den Eindruck hast, dass das Heimkehren der Präsenz zur Ruhe gekommen ist, gib mir ein Zeichen. So, für die anderen, sehr wahrscheinlich ist es jetzt so, dass die Präsenz wieder hier ist. So, jetzt, Silke, jetzt. Auch ein Zeichen von Entspannung. Ja, das ist ein super Zeichen, das passiert öfters, dass das so eine Entspannung, oh, endlich kann sich das Körper-Geist-System entspannen, der Parasympathikus, der kann jetzt wieder aktiviert oder wird dadurch aktiviert. So, dann bitte ich dich mit deiner Aufmerksamkeit erstmal zu der Region gehen in deiner Brustgegend, da war dieses zweite Ich, du erinnerst dich, das war so was Warmes. Und meine erste Frage, ist es noch genau gleich oder anders? Ist es noch so in der Größe und Form? Wie fühlt sich das jetzt an hier in deiner Brustregion? Also auch entspannter, Entspannter, ja, okay. offener. Okay, also hat sich schon verändert, gell? Dann spür weiter dort hin und hindurch, zoom dich da in diesen, der Bereich, der sich bereits schon verändert hat, zoom dich weiter hin und hindurch und nimm wahr, was passiert, wenn das, was du jetzt spürst, auch eingeladen ist, sich zu öffnen und zu entspannen und zu lösen, entweder in das weite Feld des Bewusstseins und oder es möchte vielleicht sogar deine Präsenz anreichern, diese Energie. Also es geht nicht darum, das wegzumachen, sondern diese Energie, die da so kontrahiert war, die ist eingeladen, sich zu öffnen, zu entspannen, zu lösen in das weite Feld des Bewusstseins, das überall ist. Und es ist auch eingeladen, deine Präsenz anzureichern. Es kann beides geschehen, oder das eine oder das andere. Was passiert bei dir, Birge? Das Erste. Das Erste entspannt sich in das weite Feld des Bewusstseins. Genau. Okay, dann geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit an die Stirn. Da war das 2 € große Feste. Ist es noch genau gleich oder anders? Das ist gar nicht mehr da. Gar nicht mehr da? Was ist da jetzt? Einfach Space oder was ja, ist da es jetzt? ist einfach dieses Ganze, mit dem ich mich ausgefüllt fühle im Moment, mit so einer Ja. hellen Energie. Ja. Und also dann brauchen wir da gar nichts integrieren, es hat sich von alleine schon integriert. auch vielleicht kann es ja nicht schaden. Genau, aber die Erinnerung darf sich auch öffnen, entspannen und lösen in und als das weite Feld des Bewusstseins. Okay. Ja. Genau. So, dann, genau, genieße es noch ein bisschen. Ja. Und das ist so typisch, während du das jetzt genießt, spreche ich wieder zu den anderen. Ihr merkt, bei Honest Work, da denkt man ja, das ist ja wie in Meditation, ja. Und das ist jetzt vielleicht nicht so fernsehtauglich, weil es jetzt nicht so unterhaltsam ist, weil da einfach jemand sitzt, der die Augen zumacht und vielleicht noch gähnt zwischendurch. Aber da passiert sehr viel. Also für die Birge, ich bin da ganz sicher, bei dir passiert gerade innerlich, passieren wichtige, intensive Prozesse. Ja, es ist einfach so alles jetzt irgendwie leichter und Ja. ich fühle mich auch nicht mehr so absorbiert von der Situation. Genau. So, und jetzt zum Abschluss gehen wir zu der emotionalen Reaktion. Die war ja so zäh um dich rum. Ist es noch genau gleich oder anders?
anders. Wie ist es jetzt? Nee, jetzt fühle ich mich wirklich wieder handlungsfähig. Ah, und wo ist das Zeh hingegangen? Hast du eine Idee? Oder was ist da? Ist noch irgendwo, gibt es noch Reste? Falls es noch welche geben würde, was würde ich dann? Ja. Was denn? Was würde ich dann machen, falls es noch? Ah, auch wenn da jetzt welche wären, da gehst du auch hin und spürst hin und hindurch. Also wenn jetzt hier noch so ein Fetzen wäre oder sowas oder hier noch irgendwas, ja, also ja, guck mal, ob da wirklich noch irgendwo vielleicht ein paar Reste hängen. Und wenn da noch ein Rest ist, zoom dich hin und hindurch, erlebst von innen. Zoom dich rein und das, was du jetzt noch spürst, ist auch eingeladen, sich zu öffnen und zu entspannen und zu lösen, in und als das weite Feld des Bewusstseins. Das Wirgeversum. Ah, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, aha. So, und wenn du jetzt so bist, wie du jetzt bist, Birge, du hast vorher schon gesagt, ja, dann bist du handlungsfähig in dem Kontext. Spricht was dagegen, so zu sein, wie du jetzt bist, in dem Kontext? Absolut nicht. Gibt es einen guten Grund, die alten Verklumpungen, Verdichtungen in deinem Birgeversum zu reaktivieren? Einmal diese rote Pappel da oder die Zehe, ja, dann das Ich und das Ich. Und deine Präsenz zu opfern, gibt es dann guten Grund dafür? Absolut nicht. Nicht. Würde das überhaupt noch gehen? Also jetzt bin ich ein bisschen kleiner Teufel, ja. So versuch mal zu rekreieren, ja. Also hier war das erste, da war das die Emotion, das erste Ich, das zweite. Geht das überhaupt noch? Die Erinnerung geht Jetzt wahrscheinlich. mehr Abstand zu dem Ganzen. Ah, ja. Und meine Metapher dafür ist, wenn eine Welle im Meer sich entspannt in den weiten Ozean, ich kriege nie mehr wieder die gleiche Welle hin. Die Moleküle haben sich verteilt. Ja, von daher bin ich gar nicht überrascht, dass es dir nicht gelingt, das wieder zu rekonstruieren, weil die Welle Die ist weg. ist weg. So, das ist Wholeness Work. Das war deine erste Wholeness Work Session. Danke, super, vielen Dank. Ja, war mir eine Freude. Ja, und ich konnte mit dir gleich schon eine Advanced Methode machen, also sowohl Basisprozess als auch etwas, was wir erst normalerweise in Level 2 machen, nämlich die Arbeit mit der Präsenz. Ja, fantastisch. Okay. Danke. Dann konntet ihr das nachvollziehen, was da gerade in dem Coaching lief? Oder habt ihr gedacht, oh Gott, was machen die? Haben die Drogen genommen? Oder was habt ihr gedacht? Wie hat es auf euch gewirkt? Ja, das sich anzuschauen tatsächlich, das hatte einen Effekt, Ja, den schön, ich das gar nicht freut mich. genau beschreiben kann, ja, aber quasi ich fühle mich anders als also und besser, als ich mich vorher Ja. gefühlt hatte. Ja. Das freut mich total und da kann ich auch noch was teilen. In der Rolle als Coach ist diese Methode total erfüllend. Weil ich gehe da auch nachher mit mehr Präsenz und mehr Universum, also mehr, ich bin mehr nachher mehr assoziiert in meinem Körper und mehr assoziiert im weiten Feld des Bewusstseins. Und das ist übrigens der Effekt, wenn wir Wholeness Work über längere, also regelmäßig machen, dass wir mehr Bang hier im Körper sind und assoziiert zur gleichen Zeit in dem weiten Feld des Bewusstseins. Diese Ichs hier, das sind Dissoziationen. Und also Abspaltungen, Separationen. Ja, also wenn ihr das Bild anschaut, war die Birge ziemlich nicht whole, sondern separiert. Da gab's hier die Emotion, dann gab es hier eine Abspaltung und hier eine Abspaltung und die Präsenz hat es auch noch zerfetzt. Also das war ziemlich fragmentiert und deshalb liebe ich auch den Begriff Wholeness Work. Birge, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ja, irgendwie fühle ich mich ganzer oder runder oder irgendwie nicht mehr so zersplittert und so, ja, du nickst, genau, ja. Und so wie das, und ich glaube, irgendwie ist der Prozess, der ist ansteckend, das schwappt über. Und natürlich ist es, wenn ich jetzt als dein Coach selber innerlich sehr separiert wäre, hätte ich dich lange nicht so gut coachen können.
Es braucht auch also einen Coach, der präsent ist und den Raum halten kann. Und das heißt, wir tun auch mit Honus Work etwas für unsere, dass wir über unseren Job als Coach gut machen können. Nämlich in der Präsenz da sein und den Raum halten können. Ja? Okay, dann ist da eine Frage von Jana. Ja, ich kenne diese Methode noch überhaupt gar nicht und stelle mir jetzt nach dieser Demo die Frage, ob das so zu verstehen ist im Coaching, dass der, also dass es sozusagen unabhängig von der Fragestellung, dem Problem, der Situation immer diesen Vorgang gibt. Ah, und das ist, ja. Das, also es scheint, das klingt jetzt natürlich so ein bisschen vielleicht wertend oder ich weiß es nicht, aber als hätten dann, als hätte die Arbeit eine gewisse Eintönigkeit, weil by the work ist ja auch sozusagen das Prozedere schon auch immer gleich, aber man hat natürlich viel mehr Story, weil man auch sehr viel Information kriegt. Und ja. So wie du es jetzt beschrieben hast, scheint es, als würde man die Klienten dann einfach immer da durchleiten, egal was ist. Und ich meine, der Effekt scheint wunderbar zu sein, aber genau, vielleicht magst du dazu noch was sagen. Total, das ist eine tolle Überleitung, wie wenn ich dich bestellt hätte dafür. Nämlich jetzt kann ich das Curriculum zeigen. Also was wird denn in Level 1 von Methoden in Level 2 gemacht? Es gibt übrigens 4 Levels, dafür wird es die Zeit nicht reichen, alle 4 Levels euch zu zeigen. Wholeness Work besteht aktuell über 20 und mehr Formate. Und was wir jetzt gerade gemacht haben, ist einfach ein Format von den 20. Ja? Und ich nutze jetzt gleich die Gelegenheit, euch einen Überblick zu geben, wie sieht denn das Curriculum aus, welche Formate werden da gemacht und dass ihr wisst, was wird in Level 1 oder 2 gemacht. Und da würdet ihr gleich merken, wie viel Vielfalt da drin ist. Weil Wholeness Work gibt uns wie eine neue Sprache, um diese verschiedenen Kontraktionen in unserem Bewusstsein bewusst zu machen. Das Ich ist nur eine Struktur, eine Spielart unseres Egos. Es gibt noch viele, viele andere. Und die decken wir ab in Level 1, Level 2, Level 3 und 4. Jetzt erstmal zeige ich euch die Level 1 und 2. So, die Level 1 braucht 2 Tage, Level 2 auch 2 Tage. Also ich mache das immer an 4 Tagen am Stück. Es gibt auch andere Wholeness Work Trainer, die jetzt zum Beispiel einfach nur Level 1 anbieten oder auch mal nur den Basisprozess. Jetzt geht es mir darum, euch einen Überblick zu geben, dass ihr so die Bandbreite spürt, was Wholeness Work alles zu bieten hat. Am ersten Tag geht es um den Basisprozess. Der Basisprozess, den habt ihr jetzt gerade schon gesehen, nämlich ich habe da eine emotionale Reaktion und mache diese verschiedenen perspektivischen Ichs bewusst. Ja, also das, was ich auf dem Flipchart blau eingezeichnet habe. Und das ist der Basisprozess. Das ist auch, der lässt sich auch gut als Meditation anwenden, denn für die, die meditieren, und manche haben ja ein Mantra oder achten auf den Atem, und wenn ihr mal in Zukunft darauf achtet, wenn ihr meditiert, es kommt öfters vor, dass man beim Meditieren, dass sich da so eine Beobachterperspektive, also so ein perspektivisches Ich bildet, ob das jetzt hier oder wo auch immer. Und dann meditiert nicht mehr das Universum, sondern dann meditiert der kleine Uli. Und es kann ein Turbo sein für eure Meditation, wenn ihr dieses perspektivische Ich bewusst macht, Größe, Form hin und hindurch spürt und das, was ihr hier spürt, bam, ist eingeladen, sich zu öffnen und zu entspannen und zu lösen, in und als das weite Feld des Bewusstseins. Das wird meine Meditation, probiert es aus, wirklich einen riesen Unterschied machen. Das heißt, da lernt ihr, wie ihr das Coaching-Format auch in eure Meditation integrieren könnt. Dann Tag 2, ein wichtiges, kleines Format sind Metareaktionen. Manche haben zum Beispiel, wenn sie jetzt so eine Art von Arbeit machen, Metareaktionen. Zum Beispiel, es könnte sein, oh, wie viel Ichs kommen denn da noch? Das wird mir zu viel. Oder, oh, das mit dem Spüren, da bin ich ganz schlecht. Oder ich muss den Überblick behalten oder ich verliere die Kontrolle. Das sind wie Einwände in Bezug auf die Methode.
Und da schaut man, ah, wo ist derjenige, der da jetzt sich nicht drauf einlässt, der im Widerstand ist? Ah, der ist hier. Ist auch eine Struktur. Da bildet sich eine Identität, die da so ein Aber hat. Und das wird Energie saugen. Und deshalb ist es total lohnenswert, diese Meta-Reaktion bewusst zu machen. In Wholeness-Work nennen wir das, da gibt es wie eine Identity, eine Identitätsstruktur, die zum Beispiel hier ist, und die wird einfach direkt gespürt und eingeladen, sich zu öffnen und zu entspannen, zu lösen in das weite Feld des Bewusstseins. Und dann können wir mit dem normalen Prozess weitermachen. Und es saugt nicht unnötig Energie ab. Dann am zweiten Tag ein weiteres wichtiges Format ist der Autoritätsprozess. Der ist besonders wichtig, wenn es um Schuld, Scham, Perfektionismus oder so, wenn man sehr stark eine innere kritische Stimme hat, da ist der Autoritätsprozess fantastisch. Da werden wir nämlich die Instanzen in uns bewusst machen, die uns Regeln vorschreiben. Die sagen, Uli, du musst dich beeilen, Uli, du musst es perfekt machen. Da gibt es Strukturen in uns, die schreiben uns was vor. Das ist was völlig anderes, als, wie wir es gerade in der Demo gesehen haben, die Ich-Perspektive, die sich einer Emotion bewusst ist. Könnt ihr schon ein bisschen den Unterschied spüren? Ja, ein perspektivisches Ich, das sich der Emotion bewusst ist, ist was völlig anderes, als wenn da eine Instanz ist, die sagt, Uli, du musst so und so. Und jedes Mal werden wir die Größe und Form, Konsistenz, und wir werden das im Raum spüren. Die Autoritätsstrukturen empfinden wir, die kodiert unser Unbewusstes als Nicht-Ich. Das empfindet man als was Fremdes. Aber natürlich ist es auch Ich, aber wir empfinden das als was anderes, was uns was vorschreibt. Und diese Struktur bewusst zu machen und zu integrieren und zu wholenessen, ist essentiell, weil was wird passieren? Diese nach außen projizierte Instanz, die uns Regeln vorschreibt, die wird sich wo integrieren? In uns. Und dann handeln wir aus unserer inneren Weisheit. Und nicht mehr regelbasiert, ah, ich muss das jetzt machen, weil wenn ich es der Instanz recht mache, dann komme ich gerade so irgendwie davon, aber wenn ich es der nicht recht mache, habe ich Schuld, Scham und das Gefühl von Fremdbestimmung. Das wird alles, wenn das integriert ist, wegfallen. Das heißt, wir kommen viel stärker in eine Selbstbestimmung und weg von einem regelbasierten Verhalten zu einem Kontakt mit seiner Weisheit. Seiner inneren Weisheit. Dann integrieren, was fehlt. Hier geht es um Mangelgefühle. Gerade bei dem Beispiel, was ich zum Intro gegeben habe, wenn wir Süßes essen, ist oft vorher im Vorfeld ein Mangelgefühl. Mir fehlt was. Da ist irgendwie so eine Leere oder was Graues, Hohles. Und hier arbeiten wir nicht mit Autoritäten, sondern da werden wir schauen, okay, hier fehlt was, das fühlt sich nicht komplett an. Anstatt jetzt zum Kühlschrank zu rennen und das zu kompensieren, schauen wir im Inneren, wo ist denn diese Ressource, wonach sich das hier sehnt? Wo in meinem Inneren erleben? Ah, hier. Und ist das schon komplett oder sehnt sich das auch noch nach etwas? Ah. Und wir werden bis die innere finale Ressource erforschen in unserem Bewusstseinsfeld und diese auch wholenessen und integrieren, sodass das Mangelgefühl gar nicht mehr sein kann. Und dann natürlich automatisch diese kompensatorischen Verhaltensmuster abfallen. Das ist alles Level 1. Und damit hat man schon wirklich eins, ja, das ist wie kein richtiges Format, aber dort trotzdem wichtig, zwei, drei sehr, sehr starke Coaching, Tools und Formate. Dann in Level 2 starten wir mit dem Loslassprozess. Das ist besonders für die Leute interessant aus der Manifestierungsszene. Wer hat schon mal versucht, was so zu manifestieren oder kennt The Secret oder man muss sich's nur vorstellen, dann kommt's. Ja, kennen einige. Ja, ich habe das mal, als diese Welle sehr groß war, versucht und einfach mal mitgemacht. Und da ging es um im Job eine bestimmte Art von Job zu bekommen. Genau. So, und dann, wir arbeiten bei Honest Work anders. Man kann das schon, wir werden auch schauen. Ich würde dich dann fragen, okay, wo ist dieses Zielbild?
Und ich werde dich dann fragen, okay, wo siehst du jetzt das, was du unbedingt haben willst? Auch das wirst du irgendwo in deinem inneren Erleben lokalisieren können. Das kann sehr nah sein, das kann sehr weit weg sein. Wir werden einfach schauen. Das Besondere ist, es geht nicht nur, ob ich das farbig sehe oder groß oder klein, sondern man würde auch wieder so, das ist das Grundprinzip, hin und hindurch spüren. Wie fühlt sich das dort an der Stelle, wo du das Bild siehst? So, das ist das Zielbild. Jetzt gibt es jedoch eine Struktur, die sagt, das will ich haben. Unbedingt muss ich muss das sogar. Also da gibt es wie eine Identität, die das haben will. Und merkt ihr schon, wie die Separation da ist, da ist nichts mit Wholeness und sich eins fühlen, da ist etwas, was, da ist irgendein Ziel und ich will das haben. So, aber es kommt noch schlimmer. Wenn ich jetzt den Job haben will und ich will das haben, indirekt will ich sogar was vermeiden. Ja, du willst nämlich so einen langweiligen, schlecht bezahlten Job vermeiden, zum Beispiel. Könnte sein, das könnte man, ja, wo ist das, was ich vermeide? Ah, hier. Und jetzt gibt es nochmal eine Struktur in dir, die sagt, um Gottes Willen, das muss ich ums Verrecken vermeiden. Jetzt haben wir vier Verklumpungen. Das will ich, der hier will es. Das muss ich vermeiden, der hier will das vermeiden. Merkt ihr das? Das fühlt sich nicht whole an. Das fühlt sich zersplittert an. Und wenn ich jetzt, der Birgit habe ich ja vorher gefragt, und wo bist du tatsächlich präsent bei all dem? Wahrscheinlich nicht hier. Und dann lässt sich schwer den Tanz des Lebens tanzen. Weil es geht nicht, irgendwo rauszukommen, irgendwo hinzukommen, sondern einfach das Leben zu tanzen. Life is a dance. Und wenn wir da diese Strukturen lösen, dann können wir einfach die Wellen reiten, die da sind, und die reiten wir richtig gut. Also es ist was anderes als in der Manifestierungsszene. Und für die, die in der Manifestierungsszene sind, für die wird dieses Format meiner Ansicht nach wirklich ein Eye-Opener sein. Dann das nächste. Rollen und Identitäten. Auch ein spannendes Thema, weil manchmal, also ich bin Sohn, ich bin Partner, ich bin auch noch, arbeite im Schulsystem als Fachberater Schulentwicklung. Ich habe unterschiedliche Rollen. Jetzt bin ich hier der Trainer und Coach, ist auch eine Rolle. So. Und diese Rollen, mit denen kann man total im Einklang sein, aber man kann auch, das kann eigentlich auch wirklich stressen, diese Rollen. Frauen kennen das ganz gut, die wollen zum Beispiel eine gute Mutter sein und gleichzeitig noch eine Mega-Karriere hinlegen. Merkt ihr das, wie das fast auch widersprüchlich ist? Und das kann echt Energie saugen, beziehungsweise die Präsenz. Und hier werden wir anfangen, mit der Präsenz zu arbeiten. Weil diese Rollen, wenn die außerhalb sind vom Körper, dann brauchen die sehr, sehr viel Energie und saugen die Präsenz ab. Und man ist dann, wenn es zum Beispiel Kritik kommt gegen diese Rolle, dann versucht man das zu schützen und zu verteidigen und das braucht alles unendlich viel Energie. Oder die sind ineinander mit einem Konflikt, auch das braucht Energie. Und hier werden wir diese Rollen bewusst machen und integrieren. Es gibt auch im Kontrast dazu Identitäten. Manchmal haben auch so eine Identität, ach, ich bin immer der, der gut drauf ist oder immer der, der hilft. Ja, auch das sind jetzt weniger Rollen, aber das wird bei Honest Work ähnlich bearbeitet. Auch die werden lokalisiert im Space, im Raum, im inneren Erleben und integriert. Und da werden wir auch, wie wir es in der Demo gesehen haben, mit der Präsenz arbeiten. Das heißt hier, das Thema mit der Präsenz hat hier in Level 2 einen großen Stellenwert. Wir werden noch genauer erforschen, wo unsere Präsenz überall abhaut. Bei der Birge ist jetzt eine Strategie, man nennt das auch Coping-Mechanismus. Also Coping-Mechanismus war ein Versuch, Birge, bisher mit der Situation irgendwie zurechtzukommen, indem du dich so puff auflöst. Das ist eine Strategie. Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, meine Präsenz, die geht sehr gerne wuff nach vorne in den anderen rein. Um entweder helfen, weil ich denke, ich muss helfen, oder ich könnte ein bisschen Voodoo machen da vorne, damit der andere so wird, wie ich es gerne hätte. Oder in so Meetings und Show fixen, wo es langweilig ist, da geht meine Präsenz nach hinten, weil ich denke, oh, wann ist denn das vorbei? Ja, also da will ich gar nicht sein in dem Kontext. Dann geht mein Haut sehr nach hinten ab. Oder wenn ich denke, ich brauche jetzt unbedingt eine Lösung, na wuff geht's hoch in den Kopf. Und da werden wir erforschen, wohin haut meine Präsenz ab? In welche Richtung?
die Integration wird immer gleich sein. In dem Moment, wo ich mal, ah, die geht nach vorne, die kommt ja zum Stehen, 2 Meter weg oder so, dann die Präsenz ist eingeladen, wieder den Raum einzunehmen, der ihr zusteht. Also die Heimreise anzutreten. Und ob das jetzt hier vorne war, hier oben, da hinten oder wie bei dir, Birgit, so um dich herum, spielt keine Rolle. Die Präsenz ist eingeladen, zurückzukehren. Und das wird fast wie so eine Lebensaufgabe oder das zu realisieren. Aha, jetzt ist sie gerade da vorne. Okay, und interessant, sie ist eingeladen, zurückzukehren. Und das kann auch eine fantastische Meditation sein, dass du morgens da sitzt, vielleicht mit einer Tasse Tee und überlegst, wo ist sie denn da gerade, meine Präsenz? Ah, sie ist da, wunderbar, enjoy. Ah, sie ist ein bisschen hier vorne. Ah, sie ist eingeladen, den vollen Raum einzunehmen. Ah, sie ist ein bisschen links. Ah, sie ist eingeladen, den ganzen Körper zu fluten. Und da werden wir uns diesem Thema Präsenz noch viel, viel mehr widmen. Birgit, du hast noch eine Frage wahrscheinlich. Ja, jetzt, wo du das gesagt hast, habe ich so das Bild gehabt, dass meine Präsenz doch schon in die Situation auch zu den Menschen nach vorne abgehauen ist. Fand ich auch sehr sinnbildlich, auch wenn ich von was weg will, dass es dann nach hinten geht. Und ist das dann identisch mit, wo ich die Energie hingebe, also wo ich den Fokus drauf gebe? Sehr wahrscheinlich ja. In den vielen Fällen, ja. Das kann auch sein, dass jetzt bei mir, das kann auch sein, wenn die nach vorne geht, dass die jetzt in meine fiktive Zukunft geht. Gar nicht in den anderen rein. Genau, mit Sorgen und Worst-Case-Szenario. Genau, dann ist sie vielleicht hier vorne. Je nachdem, wo du die Zukunft repräsentierst, geht sie dorthin. Dann bist du aber nicht mehr hier. Genau. Oh, okay. Ja, also mega spannend. Und für die, die jetzt bei mir The Work of Byron Katie gemacht haben, ich habe das Thema Präsenz integriert. Also ich habe da was von Wholeness Work genommen und in The Work of Byron Katie integriert. Ich stelle inzwischen bei Frage 3, was passiert bei deiner Präsenz, wenn du diesen Gedanken glaubst? Frage 4, was passiert mit deiner Präsenz ohne den Gedanken? Und in den meisten Fällen ist es so, wenn ich den Gedanken glaube, wohin geht die Präsenz? Wuff, sie haut ab. Ohne den Gedanken, was passiert mit der Präsenz? Sie kommt zurück. Wenn sie nicht zurückkommt, dann sage ich zu meinen Coaches, lade die Präsenz ein, zurückzukommen. Und interessanterweise fällt es ihnen dann viel, viel leichter, ohne den Gedanken zu sein. Weil dann hat der Gedanke keine Ego-Struktur mehr, wo er andocken kann. Die Präsenz ist keine Ego-Struktur. Die Ichs und was auch immer, die anderen Strukturen, da kann der Gedanke andocken. Wenn aber die Ego-Struktur sich gelöst hat, blub, können die Gedanken gar nicht andocken. Das heißt, wir machen mit Wholeness Work implizit auch oder indirekt Glaubenssatzarbeit, weil die Glaubenssätze, die fallen einfach ab, weil sie keinen Wirt haben. Also wenn man einen Parasiten denkt, der hat keinen Wirt, um sich zu vermehren oder anzuhaften und zu saugen. So, dann der letzte Tag bei Level 2, auch wieder zwei spannende Formate. Ihr merkt, ich mag Wholeness Work, das ist echt super durchdachtes. Zum Beispiel auch wieder zwei neue Strukturen im inneren Erleben. Und zwar das Mich-Integrieren. Super spannend. Wenn ich jetzt sage, er ärgert mich. Merkt das, bei mir ist das Mich wo? Hier. Das ist nochmal was anderes als das perspektivische Ich, dass ich dessen bewusst ist. Bei mich bin ich Objekt, da bin ich nicht mehr Subjekt. Dieses Format ist also besonders geeignet, wenn ich mich ausgeliefert fühle, wenn ich mich als Opfer fühle. Er verachtet mich, er meint es nicht gut mit mir. Ja, ob das jetzt Genitiv, Dativ ist egal. Also, er ärgert mich, er verachtet mich. Akkusativ müsste sein, ja, genau. Okay. Das ist mein Auto. Das Auto gehört mir. Ja, auch das. Das sind auch Ego-Strukturen. Und die haben wir bisher noch nicht genau hier untersucht. Also da kommt was Neues. Und auch die werden integriert. Und immer wird der Effekt sein, ich komme mehr in meine Präsenz. Ich bin assoziierter im Körper und assoziierter im weiten Feld des Bewusstseins. Und zum Abschluss von Level 2 integrieren wir sogar das Du. Den anderen und besonders die Aspekte am Du, die wir bisher ablehnen.
Also wenn da jetzt so ein arroganter Schnösel ist, ja, ja, oder selbstsüchtiger Typ, wir werden erst zuerst schauen, wo in meinem inneren Erleben repräsentiere ich den gerade. Ah, und dann da schauen wir schon ein bisschen auf den Glaubenssatz oder was wir dem zuschreiben, der ist arrogant oder selbstsüchtig. Und wir werden da drüben hin und hindurch spüren. Wie fühlt sich das Selbstarrogante, das Selbstsüchtige an? Ja, das ist so spitzig, heiß und bewegt oder wie auch immer, was da kommt. Und jetzt kommt eine interessante Frage. Where is the energetic match inside of you? Also hier drüben ist so was heißes, spitziges zum Beispiel. Und wo ist die energetische Entsprechung in dir? Weil ich habe es darüber projiziert, da muss ja irgendwo was in mir sein. Viele haben da erstmal die Reaktion, nee, also so selbstsüchtig wie der da drüben bin ich nicht. Ja, da ist eine Metareaktion, die muss man manchmal noch vorher lösen, bevor man diese Struktur in sich findet. So für alle, die jetzt The Work of Byron Katie kennen, die denken, ah, das ist ja wie The Work, turn it around. Der da drüben ist selbstsüchtig, wer ist selbstsüchtig? Ich bin selbstsüchtig. Aber wir machen hier nichts auf linguistischer Ebene, sondern auf spüriger Ebene. Das Wort gibt's nicht, aber ich sage es trotzdem spürig. Also verspür das. Ja? Wo ist dieses in mir? So, und dann, wenn ich das in mir gespürt habe, wenn das in mir ist, so schaue ich jetzt, wo ist meine Präsenz? Wenn diese Struktur aktiv ist, wenn ich das darüber projiziere in mir, wahrscheinlich habe ich wieder meine Präsenz geopfert. Ich hole die Präsenz zurück, diese Struktur wird integriert und auf einmal kann ich ganz neu darüber schauen zum anderen. Das ist also eine fantastische Methode, um die Projektionen zurückzuholen. Und jetzt habt ihr schon gemerkt, das waren jetzt 4 Tage, da ist viel drin, viele Tools, die wir gut brauchen können für uns selbst und auch als Coach im Coaching. Da werden viele, viele Themen damit abgedeckt. Und ich würde auch jetzt erstmal jemand raten, nicht alles am Stück zu machen, also nicht gleich 3 und 4 noch oben drauf, sondern das hier zu machen und damit zu arbeiten, bevor man Level 3 und 4 macht. Jetzt hoffe ich, dass ihr schon mal so eine erste Idee bekommen habt, was Wholeness Work zu bieten hat. Und das Buch von Connery, das neue, da ist der Basisprozess drin, Autoritätsprozess, integrieren, was fehlt und die Meta-Reaktionen. Aktuell, ich bin sehr gut im Kontakt mit Connery, ist sie dran, das Level-2-Buch zu schreiben, aber es wird noch ein bisschen brauchen. Also wer jetzt gut Englisch lesen kann, und es ist ein super Buch, ich habe darin auch die Visualisierungen gemacht in dem Buch für Connery, und also holt es euch gerne. Das seid ihr, habt ein fantastisches Buch. Okay, Rückmeldungen, Fragen, Anmerkungen, wie hat die Session für euch jetzt gewirkt? Also ich habe ja schon ein bisschen schnuppern dürfen im The Work Kurs und bin auch ein bisschen süchtig nach diesem Gefühl geworden und habe das jetzt tatsächlich auch nochmal ganz, ganz fein empfunden in dieser Demonstration. Schön. Ich habe ja gesehen, deine Anmeldung ist schon angekommen. Genau. Für Oktober, genau. Ah, weil, genau, die Birgit, die ihr da seht, die wird, warte mal, hier der Termin, 31. Oktober, 3. November, da ist Level 1 und 2. Und gerade einen Monat drauf, am 28. November, 1. Dezember, ist es auch in der Nähe von Stuttgart, in Leonberg. Und für die, die jetzt den Stuttgart zu weit ist oder auch gut online lernen wollen, im Selbststudium findet ihr auf meiner Website auch ein Freebie, wo der Basisprozess nochmal sauber beschrieben ist, wo ihr die Manuals runterladen könnt und ihr könnt da auch diese Levels im Selbststudium lernen. Da gibt es für jedes Format eine extra Video-Lesson. Birgit, du hast jetzt wahrscheinlich auch erlebt, mit dieser Session, da passiert viel mehr als nur lösungsorientiert. Verstehst du, hast für dich jetzt eine Lösung für den Kontext, aber im Endeffekt ist ein Awakening passiert. Also ich muss auch sagen, ich kenne The Work schon aus verschiedenen Richtungen und habe jetzt bei dir gezielt da noch nichts gemacht. Aber mich hat es immer so ein bisschen, ich fand es ein bisschen kopfig. Und das hat mich jetzt wirklich überzeugt und finde ich auch total spannend und würde ich auch gern machen. Ich habe nur selber im Moment noch eigene Sachen ganz intensiv. Aber trotzdem, es wird mich irgendwie fixen. Das finde ich sehr spannend.
Kannst du was zu, also erstmal klasse mit den kostenlosen Angeboten, und kannst du was zu den Offline-Kursen, Kosten sagen? Genau, also da gibt es einmal den Kurs Level 1 und 2. Der kostet, glaube ich, 200, genau. Und dann gibt es auch noch einen Kurs, der heißt Spezial. Da ist aus jedem Level, aus Level 1, aus Level 2, aus Level 3 und 4, sind da tolle Tools raus, also so Picking aus den verschiedenen Levels. Und dann gibt es noch ein drittes Online-Produkt, Erforschung der Zeit. Wholeness Work ist auch total interessant, also es sind eher fortgeschrittene Methoden, um das lineare Zeitkonzept zu lösen. Weil die meisten verbringen ja, haben wir so ein Betriebssystem, hier ist die Zukunft, die Vergangenheit und hier ist das kleine Jetzt. Und Wholeness Work, je mehr wir das machen, umso mehr kommt man in das weite Feld des Bewusstseins, was das ewige Jetzt ist. Und wir verlassen, wir können ja klar immer noch planen und einen Urlaub buchen und das alles machen, aber wir sind nicht mehr in dieser nicht mehr so viel in dieser psychologischen Zukunft. Und das ist eine ganz neue Art von Timeline-Arbeit für alle, die jetzt NLP-Hintergrund haben. Timeline-Arbeit, da verlässt man nicht das lineare Zeitkonzept, sondern bleibt sogar drin. Bei Wholeness Work verlassen wir das lineare Zeitkonzept und eröffnen uns ganz, ganz neue Möglichkeiten. Also schaut euch da das Intro an von dem Video, das heißt die Erforschung der Zeit. Und ich mache im neuen Jahr, jetzt habe ich den Termin nicht im Kopf, ich glaube im März oder so, 2 Tage als Live-Training Erforschung der Zeit. Als Online-Training. Ja, also schaut euch an, auf meiner Internetseite seht ihr das. Und sag mal, noch eine Frage. Wenn wir das jetzt irgendwo lernen und so, gibt es denn auch die Möglichkeit, das dann noch irgendwie zu üben? Weil ich kann mir vorstellen, das wäre schon sinnvoll, oder? Total. Gerade für die, die jetzt natürlich zum Seminar kommen, da wird viel geübt. Da mache ich mache ein Intro, ich mache eine Demo und dann nach der Demo geht man in Zweiergruppen und coacht sich gegenseitig, kommt zurück, wir besprechen das. Also du kannst danach wirklich die Methoden, die Gruppen, die connecten sich dann anschließend und man findet einfach ja, Partnerschaften, wo man sich einfach über eine gewisse Zeit gegenseitig coacht. Es ist total wichtig, da dran zu bleiben. Super. Und es ist auch so, dass wir den Leuten empfehlen, das Seminar Level 1 und 2 zweimal zu machen. Das zweite Mal hat dann mehr so einen Retreat-Charakter und es ist auch günstiger. Und da können die Leute, die jetzt zum zweiten Mal da sind, einfach am Kurs teilnehmen nochmal, wie sie wollen, oder mit denen, die jetzt Repeater sind, einfach üben, üben, üben und ihre Themen bearbeiten und die Community genießen. Prima. Also auch, das ist wichtig, das ja wichtig, da dran zu bleiben. Ja. Gut, meine Güte, ich habe es geliebt mit euch. Ich hoffe, ihr auch. Und nehmt was mit und fühlt euch umarmt und bleibt dran und holt euch auf jeden Fall das Freebie, wenn das noch nicht habt, der Wholeness Work Freebie. Und ja, fühlt euch gedrückt, umarmt und genießt noch diesen Sommerabend. Ja, Macht's gut. vielen Dank. Ja. Seeking the truth.